Hallo und herzlich willkommen YouTube, mein Name ist Elekis, ich habe für euch heute einen Anfängerguide am Start und ja, dann würde ich sagen, lehnt euch zurück und lasst euch ein bisschen berieseln, denn ich mache diesen Guide für Leute, die am Anfang noch nicht so wissen, welche Klasse sie spielen sollen und es ist ja auch keine kleine Entscheidung, also man geht da seinen ersten Spielschritt ein, sage ich jetzt mal so. Gut, wir haben viele Klassen und ich werde alle Klassen mal durchgehen. Zwar recht oberflächlich, aber auch ein bisschen informativ, so dass ihr einfach mal einen Überblick habt. Und ja, beginnen wir beim Krieger. Er trägt Platte ab Stufe 40, davor noch Kette, das heißt, er haltet mehr aus als zum Beispiel ein Magier. Ja, was kann ein Krieger? Ein Krieger stürmt an, er kann ein Schild tragen und eine Einhandwaffe oder zwei Handwaffen oder zwei Einhandwaffen, je nachdem, wie er geskillt ist. Gut, also am Anfang würde ich einen Krieger noch nicht sehr empfehlen, da er sich nicht so gut heilen kann wie zum Beispiel der Paladin, und zu dem kommen wir jetzt. Was kann ein Paladin? Ein Paladin kann eine Schutzkillung spielen, das heißt auch ein Schild tragen und eine Einhandwaffe, oder er spielt eine Heilerklasse, einen Heiler-Spec, und ja, auch sehr gut zum Leveln, muss ich sagen, als Vergelter, denn er hat Fähigkeiten wie ein Schild, wo er dann rund um 6 Sekunden unverwundbar ist, dann hat er auch noch andere so Schilder, die kommen dann dazu und lauter Heilungsfähigkeiten, sage ich jetzt mal. Also am Anfang wirklich eine super Klasse zum Hochleveln und kann ich euch empfehlen. Ja, dann kommen wir zum Jäger. Der Jäger ist was richtig Feines am Anfang. Er hat sein Tier, wie ihr den Wolf hier seht, ihr könnt Tiere zähmen. Und zum Leveln ist es natürlich optimal, muss ich jetzt sagen. Also ein Jäger oder ein Paladin ist schon am Anfang richtig gut zum Spielen. Kann ich wirklich mal empfehlen, so für Leute, die einfach ganz neu sind. So, jetzt kommen wir zum Schurken. Ein Schurke wird immer Leder tragen, er wird nicht irgendwie mal Kette tragen, so wie der Jäger, der tragt bis Level 40 noch Leder und dann Kette. Und ja, er bleibt immer beim Leder, er hat zwei Dolche oder zwei Einhandschwerter und ja, ist eine coole Klasse. Er kämpft eher überraschend, das heißt, er kommt unsichtbar entweder von hinten oder von vorne, verschwindet wieder schnell, also auch lustig, aber ich würde ihn nicht für die erste Klasse empfehlen, denn so unkompliziert ist er gar nicht, wie man das vielleicht am Anfang denkt. Gut, der Priester. Der Priester kann sich heilen. Gut heilen, also für den Anfang auch gut zum Spielen. Er kann auch eine Heilerskillung eingehen. Und ja, am Anfang würde ich aber eher keine Heilerskillung spielen. Aber ja, also der Schattenpriester macht auch schön viel Schaden und ist auch zum Leveln recht gut. Doch ich empfehle ihn am Anfang noch nicht zum Spielen. Jetzt kommen wir zum Schamanen. Der Schamane als Elementarschamane ist er richtig schön zum Spielen. Also zum Hochleveln vor allem, man hat seine Totems, die schießen für dich Feuerkugeln, je nachdem. Die helfen dir beim Leveln und ja, also ein Schamane ist auch eine gute Option. Kein Verstärker-Schamane, aber ein Elementar-Schamane würde ich am Anfang empfehlen. Man kann auch eine Heilerskillung eingehen und ja, man tragt am Anfang auch Leder und dann erst Kette. Ja, gut, dann kommen wir zum Magier. Der Magier ist eine Klasse, wo ich sagen muss, am Anfang würde ich die Finger von lassen, denn er ist etwas, wie soll ich sagen, komplizierter, will ich jetzt erstmal sagen, denn man muss sich wegblinzeln, man muss einfrieren und all die Sachen, man kann auch Leute in Schafe verwandeln. Auf Level 1 weg würde ich beim Frostmagier bleiben, also ich tendiere eher zum Frostmagier zum Leveln, denn der bekommt dann so ein Wasserelementar. Das hilft eigentlich auch beim Leveln, aber wie gesagt, den Magier würde ich noch nicht spielen am Anfang. Dann kommen wir zum Hexenmeister. Ja, der Hexenmeister ist so eine Klasse, muss ich sagen, die ist schon recht interessant. Wird halt immer bei Stoff bleiben, so wie der Magier auch. Aber das muss man mögen oder auch nicht, denn man kann da verschiedene Skillungen eingehen, zum Beispiel Zerstörung. Skillung ist eine coole Skillung später mit einem Chaosblitz und lauter so Sachen, die recht stark und auch cool sind. Muss man auch so ein Fan davon sein, von so Flüchen und so Sachen halt. Dann kommen wir jetzt zum Mönch. Ja, was kann ein Mönch? Ein Mönch kann Furofäuste, das heißt, er boxt sich durch. Das ist so eine Sache, das muss man mögen. Oder man kann ihn auch als Heiler spielen.
und auch als Tank, also auch eine Schutzkillung, jedoch kann er kein Schild tragen, denn er hat lieber zwei Einhandwaffen. Also ein Monk ist wieder so eine Sache, wenn ihr auf einen Action-Trip hängen geblieben seid, dann wäre das die optimale Klasse, denn ihr rollt euch wie Verrückte herum, springt, also so Jump-and-Run-mäßigen Spaß. Mein Fall ist es zum Beispiel nicht, aber man muss sich da selber entscheiden, ob man sowas möchte. Aber ja, ist ganz, ganz in Ordnung. Also man kann einen auch spielen, würde ich noch nicht empfehlen. Gut, jetzt kommen wir zum Druiden. Ja, der Druide, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Der hat nämlich verschiedene Gestalten, in denen er sich verwandeln kann. Warum das? Weil er ein Druide ist. auf jeden Fall, man kann sich als Katze verwandeln, man kann sich als Bär verwandeln, man kann sich als Baumgestalt, als Heiler heilen. Also lauter so komische, lustige Sachen, die beim Dudu nicht wegbleiben. Ja, also ich tendiere eher dazu, eine Eule zu spielen, wenn ihr beginnt. Denn das ist so, muss ich sagen, besser als die Katze, finde ich. Aber sind beide recht gut, man heilt sich gut. Man muss sich, wie gesagt, damit auseinandersetzen und ist auch eine super Klasse, die man am Anfang spielen kann. Ja, gut, jetzt kommen wir zum Todesritter, den ich euch abrate, denn er beginnt auf Stufe 55 und das ist einfach nicht der Fall, den man als ersten Charakter nimmt, denn ich finde, man sollte auf Stufe 1 beginnen und nicht auf Stufe 55 und ja, das ist halt... Man beginnt auf Stufe 1 und nicht auf 55. Man kann ihn ja als zweiten Charakter dann spielen. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, keinen Todesritter zu spielen. Das ist einfach eine Klasse, wo ich sage, nee, sie ist auch stark. Sie hat auch eine Schutzkillung. Also da läuft auch alles top. Da kann man nichts einwenden. Aber ja, ein Todesritter beginnt einfach auf Stufe 55. Und das ist schon absurd für einen Anfänger. Ja gut, wir fassen nochmal zusammen. Ich kann euch den Druiden empfehlen. Der heilt sich recht gut, macht schön Schaden. Dann kann ich euch den Jäger empfehlen. Der ist auch recht gut und ziemlich optimal für den Anfang wegen seinem Wichtel. Und natürlich auch den Hexenmeister. Der ist auch gut mit seinem Wichtel. Und den Paladin. Das sind so die Klassen, die ich euch am Anfang empfehlen würde. So, also... Ihr könnt euch jetzt ein Bild drüber machen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Was ihr dann spielt, ist eh eure Sache. Vor allem, ob ihr jetzt einen Pandaren spielt, einen Goblin, Horde oder Allianz halt. Das müsst eh ihr entscheiden. Von daher will ich euch da jetzt nicht beeinflussen. Achtet nur drauf, jeder hat so seine Bonusse, wie zum Beispiel der Mensch kann sich befreien, also es gibt schon so ein paar Sachen, da beschäftigt euch, ihr müsst eh nur auf mehr Info drücken, da könnt ihr die Story lesen, da auch, und ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen, und ja, dann macht's gut, ciao.